Hallo, liebe Weggefährten, ich grüße euch ganz herzlich, beziehungsweise wir. Ich fahre jetzt gemeinsam mit der Lisa nach Koblenz ins Tierheim und dort halte ich einen Vortrag über den Tierschutz. Ja, über mein Leben mit dem Tierschutz und was für mich wichtig ist und wie wir Veränderungen erzielen können. Ich habe auch meine Gitarre im Gepäck und werde einige Lieder von meinem neuen Album Die Eins am Himmel spielen. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich riesig auf Kirstin und die 45 Special Guests, die mich dort erwarten. Also, bis später. Ciao. Komm, Lisa, hau mal rein. Jetzt bin ich hier im Koblenzer Tierheim angekommen und ich freue mich schon riesig auf diesen Abend. Ja, das ist so ein Herzensabend. 45 Leute ganz nah bei mir und wir sprechen über den Tierschutz. Ich werde auch ein paar Lieder spielen und ja, das wird richtig emotional. Ich bin schon ganz gespannt und die da drin sicherlich auch. Oh, danke schön. Oh, seid ihr kalt. Ich bin also jetzt hier in Koblenz angekommen und da sitzen schon einige, die auf mich warten. Geht mal gucken. Echt gemütlich. 'Viel. Ich wünsche euch viel, viel Freude an diesem Abend. Wir haben lange nach diesem Termin gesucht und immer wieder abgesprochen, aber er hat halt sehr viel zu tun und jetzt sind wir froh und glücklich, euch diesen Abend anzubieten und wir hoffen, dass ihr viel Freude habt. Vielen Dank. Hier im Straßenrudel, in unserem Revier, vom Mischling bis zum Pudel, mit schlechten Manieren. Wir ziehen durch die Gassen, es wurden so viel, mit Straßenköter gründlich die Ecke markieren. Es kann es Schöneres geben, als einen Abend in Koblenz erleben. Hallo Koblenz! Mein erster Applaus gilt dieser Dame. Oh, ja. Ich habe auch Momente, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Ich habe mich mit Matthias Schmidt unterhalten und habe zu ihm gesagt, Matthias, wir haben jetzt gerade hier 5, 6, 7, 8 Hunde rausgeholt, da kommen aber wieder 15 nach. Es ist ein Fass ohne Boden.
einmal war sie da, so klein und doch so groß. Obrigado! Oh, oh, oh. Hey, ich weiß nicht, warum du überhaupt runterkommst. Nichts ist passiert. Na, und die Hunde sind immer hier. Ja. Die müssen immer hoch. Die sind immer hoch. Ob du es auch noch fühlst, diese Leichtigkeit, die Freiheit, das Gefühl, wenn man am Leben ist. Und immer wieder hör ich die Lieder von meinen Freunden, die mich begleiten und mir im Herbst die Eins am Himmel zeigen. Alle sagen immer Hundekacke, Hundekacke. Ja, also der Abend war ganz toll gewesen. Wir haben sehr viel gelernt über den Tierschutz. Andreas ist ein richtig toller Typ und er hat es ganz toll gemacht mit der Musik zusammen. Es war einfach ein ganz schöner Wunderabend. Er ist ein wunderbarer Mensch, seine ganze authentische Art den Hunden gegenüber, den Menschen gegenüber. Man kann sehr viel von ihm lernen, einfach auch zu sich selbst zu finden und somit auch ein besseres Verhältnis zu seinen Hunden zu haben. Hab noch den Tag in Koblenz genossen und der Abend war einfach super, super schön und ja, genauso wie ich es mir erwartet habe. Ich finde Andreas richtig toll und ja. Danke, dass ich da sein durfte. Der Abend war sehr, sehr, sehr schön. Sehr emotional, sehr berührend, sehr aufregend. Viele neue Erkenntnisse und viele wundervolle Menschen. Ja, liebe Weggefährten, ein wunderschöner und emotionaler Abend geht hier in Koblenz nun für mich zu Ende. Ich werde jetzt nach Hause fahren und es mir gemütlich machen, mich ja tatsächlich um meine Füße kümmern, denn das habe ich den Leuten auch empfohlen. Sie sollen sich mal die Füße eincremen oder ein Fußbad machen. Man kümmert sich so wenig um seine Füße. Es war so ein schöner Abend. Vielen lieben Dank dafür an euch alle. Wenn man doch gemeinsame Gefühle austauschen kann, dann kann man im Tierschutz so vieles bewegen. Vielen lieben Dank, Kirstin. Vielen lieben Dank, Koblenz. Vielen lieben Dank an alle. Macht's gut. Ciao.